Marco Caimi ist Männerarzt. Er beschäftigt sich mit dem Mannsein in all seinen Facetten und mit der Frage, wann ist man ein Mann? Um es einfach zu sagen, wenn er als Mann weiss, was er will, zum Wohle aller. Also nicht auf den Schultern von Berufskollegen, von der Familie, von seinem Partner, seiner Partnerin, aber weiss, geerdet am Boden steht und weiss, das sind meine Vorstellungen. Das ist für mich Mensch sein, Mann sein, das ist für mich stimmig. Aber nicht mit solchen Ellenbogen und Bandenchecks, wie man im Eishockey würde sagen. Anlegen bitte und den linken Oberarm möglichst frei machen. Es waren die Folgen der Finanzkrise, die Marco Caimi dazu bewogen haben, seine Männerpraxis zu gründen. Reihenweise brachen Manager in seinem Sprechzimmer damals in Tränen aus. Er beschloss, sich fortan nicht mehr nur um die Männerkörper zu kümmern, denen zu wenig Sorge getragen wird, sondern auch um das männliche Innenleben, um den ganzen Mann halt. 139 auf 82. Der obere in ihrem Jahrgang dürfte ein bisschen tiefer sein. Aber das letzte Mal sind wir noch über 140 gesehen. Und der untere ist mit 85. Das ist doch schon ganz zufriedenstellend. He? Wie ist das so mit diesen Männern? Schauen die sich heute besser? Ja. Ja? Ja. Also vor allem die Generation von ihm. So in den 90er geboren, hat mehr Körperbewusstsein und schaut sich mehr. Die alten weissen Männer wie ich, die muss man ein bisschen nacherziehen. Also das ist eigentlich die Aufgabe von den Frauen. Oder? Das, die haben immer noch das Gefühl, so oft, Indianer kennen keinen Schmerz und an irgendetwas muss er sterben. Und so. Aber die jüngere Generation wird schon körpersensibler. Das ist eigentlich auch gut in dem Sinn. Die Männer holen auf. Auch in einem weiteren Geschäftszweig der Männerpraxis. Das ist unser Hobby von meiner Frau und mir. Dass wir nicht nur immer gescheit schwätzen, sondern auch manuell etwas machen. Das ist so unsere ästhetische Medizin. Also was heisst das? Botox? Botox sehr selten. Botox eigentlich nur bei Männern, die ganz böse schauen, mit einer tiefen Zahnfalte. Wären denn die Männer eitler? Ja. Also, nicht im Sinn von narzisstisch gestört, eitler, aber sie geben, also das ist immer generell gesagt, sie geben ein bisschen mehr Wert aufs Äußere. Und das finde ich eigentlich noch etwas Schönes, dass man, wenn man aus dem auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hat und ein bisschen mehr Sicherheit im Auftreten hat, dann soll man das machen. Wenn sie wieder aufstehen, zu mir ins Büro rüberkommen einmal. Prima, also, Sie wissen, was wir abgemacht haben. Auch außerhalb seiner Praxis dreht sich bei Marco Caimi alles ums Mannsein. In Workshops schon vor 7 Jahren hier im Kloster Engelberg. Wer, meine Herren von Ihnen, nimmt ab und zu oder regelmäßig Viagra? Der Summe jetzt. Und wer hat noch nie so etwas genommen, der Summe jetzt? Am leutesten sehen wir, kommen wir dann noch auf Sex und Ehrlichkeit. So dann im dritten Abend. Die Teilnehmer am Workshop Gipfeltreffen im Kloster Engelberg nennen sich Brüder auf Zeit. Sie alle wollen sich ein Wochenende lang unter ihresgleichen austauschen und, so der Titel des Seminars, ganz Mann sein. Frei von den Ansprüchen ihrer Frauen, Familien und Vorgesetzten. Also bis jetzt hat es einfach immer geheißen, Mann muss immer der Schnellste, Beste, der Stärkste sein. Und jetzt heisst es plötzlich, der kann überhaupt nicht zulassen. Oder es sind so Sachen, die völlig neu sind für einen Mann. Zulassen, ja. Okay.
Also einerseits sind wir heimgekommen, zu oben und noch der Wüstenstaub oder der, Lager, der Rauch vom Lagerfeuer und die staubige Stiefel und der Kult, die runterhängen. Und gleichzeitig gerade eine Seelenmassage können machen und mit den Kindern spielen und noch Kuchen backen. Also so sehr vielseitig müssten wir sein, oder? Und ich glaube, da müssen wir auch mal uns mal suchen oder schauen, dass wir uns da nicht verlieren, oder? Bei unserer Generation, da ist überhaupt nicht mehr definiert. Oder? Die Frauen, die sind jetzt emanzipiert und jetzt gehen damit um. Und ich habe oft, ich suche nach, was habe ich für eine Rolle? Das Ziel von dem Gipfeltreffen ist ganz Mann sein. Was heisst das für Sie? Also primär mal wirklich auch eine gewisse Entspannung in die männliche Hektik hineinzubringen, wo wir sehr lange selber gemacht haben, nach dem alten klassischen Rollenbild von der Erziehung her, von dem männlichen Härte, starken Geschlecht. Und wo jetzt ja dank der letzten 41 Jahre Emanzipation ja noch eine zusätzliche Komponente gekriegt hat. Und das ist die weibliche Seite, das sind die weiblichen Anforderungen, Erwartungshaltungen und auch Eigeninteressen. Ich, wenn das so sagen darf, ihr Frauen sind einfach ziemlich schnell auf der Überholspur. Und bei uns hat es wusch gemacht und ihr seid schon wieder vorne eingebogen und wir haben gar nicht gewusst, was so richtig passiert. So, und jetzt darf ich euch bitten, eine Minute die Augen zu machen und sich zu überlegen, eine Minute lang mit geschlossenen Augen, was ist für ihn Sexualität? Das Allerschwierigste ist der allererste Schritt, zu sagen, wenn wir mal unsere Sexualität definieren. Wenn beide mit einem weißen Blatt sitzen, dann kommt etwas in Gang, eine Diskussion. Und da kann man wirklich ganz vorsichtig anfangen und sagen, wir machen jetzt Sexualität als Spielfeld. Oder? Und alles, was nicht in Frage kommt, meine persönlichen No-Gos, schreibe ich neben das Spielfeld. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die je in meinem Leben über Bord wirf. Oder? Dann hat der andere einfach einmal eine klare Ansage, oder? Das nimmt, glaube ich, ein bisschen die Charme oben ab. Es kann sogar sehr produktiv werden, es kann lustig werden, es kann erotisch werden hinten dran. Schreibt eure wichtigste sexuelle Fantasie drauf. Und das Spielfeld, da kann man ja Zonen machen und Hauptspielzonen, auf das möchte ich wirklich nicht verzichten. Und in der Nebenzone, das ist verhandelbar. Sexualität, die muss man auch verhandeln. Weil wir Männer verhandeln das nicht, wir holen es auswärts. Oder? Darum haben wir ja in dieser Industrie so unglaubliche Umsätze. Ich würde einfach die Leute auffordern, aus dem nicht etwas, einen Kriegsplatz zu machen, sondern ein Spielfeld. Eine zweite Frau in der Beziehung. Dreier. Etc. Aha. Geiles, langes Küssen und dabei geblasen werden. Uiuiui. Ui, ui. Sex mit mehreren Frauen gleichzeitig und ausdauernd. Hoppla. Tüchtig vom Leder ziehen am Küchentisch bei offenem Fenster. Das ist auch interessant. Marco Caimi hat eine Fachausbildung in Psychiatrie und bietet Gesprächstherapien an. Guten Morgen. Frau Eichenberger. Hallo. Und in dieser Funktion kümmert er sich nicht nur um Männer, sondern auch um deren Frauen. Er begleitet Scheidungsprozesse, coacht bei der Suche nach Lösungen, wenn Drittpartner im Spiel sind, oder unterstützt ganz einfach die Beziehungspflege in Langzeitbeziehungen. Gut, wir haben uns ja plus minus ein halbes Jahr nicht gesehen. Und wir haben ja ein bisschen beschlossen, quasi als Hausaufgabe, als Aufzugi, euch so über die paar Zielpunkte, die wir definiert haben, an denen ein bisschen weiterzukommen. Wir sind auf dem Weg, Herr Caimi, wir sind auf dem Weg. Silvia und Christian Eichenberger sind seit 25 Jahren verheiratet. In regelmäßigen Abständen buchen sie Coaching-Termine bei Marco Caimi, um an ihrer Beziehung zu arbeiten. Dabei geht es um die Diskussion von gemeinsamen und individuellen Zielen und Werten, um Work-Life-Balance, um Gemeinsamkeiten und Eigenheiten, um Nähe und Distanz.
In der Finanzplanung schauen wir, dass wir das schön geordnet haben. Wir haben andere Sachen, die wir irgendwie aufbauen. Und uns ist die Beziehung wichtig. Und auch dort, wenn wir den Moment nicht verpassen, wo einer vielleicht dann einfach plötzlich abdriftet, weil es langweilig ist, weil es einfach immer das Gleiche ist, weil man immer so hat man es gemacht. Und dann wird es sich plötzlich einmal langweilig. Und das haben wir auch wollen vermeiden. Wenn wir beim Körperlichen und beim Respekt sind, geht es ja auch um Nähe, um Intimität, um Sexualität. Und der hat mir das letzte Mal gesagt, dass er auch diesbezüglich wirklich gut ins Gespräch gekommen sind. Ich bin selber erstaunt, dass wir das haben können machen, dass wir in der Lage sind, miteinander so offen zu kommunizieren, als das auch gelungen ist. Die Wünsche sind unterschiedlich, aber Einigkeit ist, die körperliche Nähe ist ein Thema. Das ist ein Thema, das ist mehr wichtiger als der Frau, aber es ist für uns gemeinsames Thema. Schwierig ist nur der erste Schritt, mal dazu zu stehen und zu sagen, da wollen wir angehen, da wollen wir besprechen. Und das habe ich gelernt. Zu der Offenheit gehört auch dazu zu stehen, was man will. Und nicht im Vornherein schon Rücksicht nehmen, sondern mal den eigenen Standpunkt auch einbringen. Haben wir so Themen gehabt? Als Frau in einer Männerpraxis sitzen, einem Männerarzt das Herz ausschütten. Ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen ein Macho. Fühlen sie sich gut ernst aufgehoben und ernst genommen und schaut auch nicht nur, dass es den Männern gut geht? Aha. Ja, mal, ich finde schon. Er kann gut zuhören. Er kann einen wirklich gut wahrnehmen und kann auf einen eingehen. Also ich finde das schon mal bin ich eigentlich sehr gut. Ich habe gar keine Hemmungen eigentlich. Ich kann ihm gut meine Sachen erzählen und habe das Gefühl, er nimmt mich ernst. Ja. Er wirkt ja ein bisschen machohaft. Ja, natürlich, aber ist auch gut. Das darf sein, oder? Das ist, find da toll, ja. Was heisst für Sie ganz Mann sein? Was ist Ihre Definition von einem guten Mann sein? Für Familie bezogen will ich ein Vorbild sein. Für mich selber will ich gute Zeichen setzen. Im Beruf, aber auch privat, ehrenamtlich. Gute, nachhaltige, sinnvolle Zeichen setzen. Das heisst für mich auch, ein guter Partner sein zu meiner Frau. So, danke schön vielmals. Merci. So, bitteschön. Danke schön. Danke schön. Kommen wir gut heim. Danke. Toi, alles Gute. Euch auch. Im Empfangsbereich der Praxis sitzt Marco Kaimis Frau, Daniela Bürgin. Die beiden kennen sich seit über 30 Jahren und sind seit 10 Jahren ein Paar. Leben und arbeiten zusammen. Ja, ich habe das Gefühl, es klingt uns sehr gut. Wir haben auch Freunde und Bekannte, die wir am Anfang befragt haben, wo wir nicht genau gewusst haben, wie das funktionieren soll. Wir haben Freunde, die Metzger sind, Apotheker sind, die zusammenarbeiten. Und dann, gell? Es ist richtig, es ist sehr schön und gut, ja. Ja, jeder hat seinen Kompetenzbereich. Sie ist meine Finanzchefin und Organisationschefin und macht die ganze Diagnostik und den Vampirismus, also Blutentnahmen. Und ich bin mit den Patienten im Sprechzimmer. Und wenn das klare Kompetenzverteilungen sind, dann geht das gut. Liebe Mitbrüder, kommen wir jetzt zur Fragerunde. Was Sie schon immer eine Frau fragen wollten und nie zu fragen trauten. Darf ich vorstellen, Maya Onken. Zu den Männern im Kloster Engelberg gesellt sich für einen kurzen Auftritt Maya Onken, die ihrerseits seit Jahren mit Frauen arbeitet. Topfit, nichtdestotrotz da angekommen. Ich weiss nicht, ob euch bewusst ist, dass eure Frauen ständig, obwohl ihr vielleicht meint, sie seien mit den Finanzen nicht so gut, einen Kontostand über euch führen. Und da ist nicht der effektive Salär drauf, sondern alles, was ihr tut oder was ihr eben nicht tut, wird kontiert. Also, ein Blumenstrauß plus 50 Punkte. Vergessen den Kübelsack rauszutragen, minus 20. Ein nettes Wort am Abend, Schatzi, wie hast du es? K.O. plus 100, gell?
Kein Netzwort am Abend, Schatzi, wie hast du es gehabt? Minus 200. Und Frauen sagen lange nichts. Die sagen einfach nichts. Ihr habt keine Ahnung, dass ihr schon lange im Minus seid. Sie sind immer noch nett zu euch. Sie hoffen ja noch, dass da etwas kommt. Irgendwann putzt dieser Frau den Kragen und dann präsentiert sie euren Kontostand und der ist einfach absolut im Minus. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ihr eingreifen könnt. Indem ihr mal eure Frauen fragt, sag mal, wie ist der Kontostand so aktuell bei dir? Und was gibt eigentlich da, wenn ich so arbeite und das Geld am Ende des Monats heimbringe? Wie viel ist dir das wert? Und dann würdet ihr eure blauen Wunder erleben, wie ihr unterschiedlich kontiert. Wir meinen immer, wir können hier einmal Ehering oder sagen, ja, du bist es und dann ist es gut. Oder? Das ist bei Frauen nicht so. Die wollen permanente Erneuerung, permanente Liebesschwur. Mit dem Punktesystem habe ich genial gefunden und ich werde sicher meine Freundin darauf ansprechen, wie mein Kontostand ist. Seminarteilnehmer Philipp ist Marco Kaimis Sohn. Und seine damalige Freundin wird im September seine Frau. Der Dreh mit den beiden fällt in die Zeit des Corona-Lockdowns und findet per Skype statt. Herr Kaimi, Sie haben sich beim letzten Film vorgenommen, Ihre Freundin regelmässig nach Ihrem Kontostand zu fragen. Wie ist das so momentan? Der aktuellste kenne ich nicht, den Auszug habe ich noch nicht bekommen. Ich denke aber, er sollte gut sein, rein von dem, wie man miteinander umgeht. Können Sie das bestätigen, Frau Künzler? Auf alle Fälle, weil er hat langsam in den letzten Jahren ein Gefühl dafür entwickelt, zu merken, wie ihm sein Kontostand ist. Oder? Was gibt denn am meisten Pluspunkte? Am meisten Pluspunkte gibt es, wenn ich überrascht werde, habe ich aber Freude. Oder wenn ich heimkomme und ich merke, es ist schon alles parat für einen guten Start ins Wochenende. Das ist ein natürlicher Reflex. Irgendwann. Ganz viele Männer haben, Entschuldigung, auf den Schwanz getrampt. Das ist für mich ist das, passt aber zum Ganzen. Marco Kaimi liebt die Provokation. Sein Auftritt im Club des Schweizer Fernsehens sorgte letztes Jahr für einiges Aufsehen. Es ist wie wenn man Pol, magnetische Pol, einfach entmagnetisiert. Und ich bin froh, also man kann sich immer fragen, bist du einfach mal ein bisschen ruhig, du machst mich schaurig nervös mit deinem Gebrummel. Du mich auch. Also, ja, aber ich bin jetzt am Reden. Also, Herr Kaimi hat heute... Ich bin jetzt am Reden, du kriegst den Redenstab nachher auch wieder, eins nach dem anderen. Nein, so schlau viel raus, das gibt mir auf den Sack, ganz ehrlich. Man kann sich immer wundern, jetzt sei mal ruhig. Man kann sich immer... Ja, mir auch nicht. Aber ich habe die Sendeleitung gewarnt. Also, man kann sich immer wundern, wie man... Das Problem ist, ich glaube... Dass das Zuschauer daheim ja nicht merken, dass der, der nicht redet, dass der ja dann ins Off geht, also die Mikrofone abgestellt werden. Und so haben die Zuschauer daheim vor dem Bildschirm einfach nicht mitbekommen, dass mir der Herr Theuner permanent aus einem halben Meter ins Ohr rein irgendeine Meinung kundtan hat, während ich ja etwas Gescheites hat müssen sagen zu einem sehr schwierigen Thema. Aber Sie stehen auch zu Ihrer Reaktion, auch aus heutiger Sicht noch? Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, ich probiere schon, dass, wie gesagt, ich verdiene mein Geld mit Zuhören. Und das ist etwas, was man muss können in dieser Rolle, dass man die Leute ausreden muss, auch wenn man zwischendurch denkt, oh, nein, dann müssen wir das jetzt anhören. Das geht einfach aus der Professionalität nicht. Und das verlange ich dann aber auch von der anderen Seite, dass man mich auch ausreden lässt. Es war für mich nicht unangenehm in dem Sinn. Und doch habe ich ein komisches Gefühl gefunden, das sehen so viele Leute. Und wir haben eine Arztpraxis. Und ja, ich habe eigentlich Angst gehabt, dass es geschäftsschädigend ist. Und wir sind dann heim. Und daheim, wo wir heimgekommen sind, ist es gerade gelaufen dann im Fernsehen. Und als ich es dann das zweite Mal gesehen habe, bin ich eigentlich schon beruhigter gewesen und habe gefunden, doch, eigentlich ist es nicht schlecht. Gelassen auf diesen Auftritt reagierte Kaimis Sohn Philipp. Typisch. Also ich finde nicht, dass er die Nerven verloren hat. Ich finde, es hat ihn gestört und er hat dann einfach vehement, also er hat dann einfach seine Meinung gesagt.
Und das war sehr direkt gewesen. Und das kenne ich nicht anders. Also, wenn ich nicht stört, dann kann er sehr direkt sein, kann das kommunizieren. Aber nachher ist auch wieder gut für ihn. Das heisst, er hat mit ihm ja noch ein Bier getrunken nachher an der Bar. Und genau so kenne ich ihn auch. Also nachher ist dann wieder alles in Ordnung. Man hat es gesagt, man hofft auf Korrektur. Und das ist dann erledigt nachher. Daniela Bürgen ist Marco Kaimis dritte Ehefrau. Er ist ihr zweiter Mann. Beide haben sie je zwei erwachsene Kinder. Was typisch ist, was ich von meinem Vater habe, das ist Liebe für den Sport, für den Fußball. Was er halt auch noch hat, was typisch männlich ist, oder was man sagt, was typisch männlich ist, ist der Durchhaltewille. Er hat immer wieder etwas Neues probiert in seinem Leben, hat immer wieder Risiken eingegangen, ist immer wieder Risiken eingegangen, auch in dem Alter, wo er jetzt hat. Und das ist mir auch geblieben, dass man nicht einfach soll sagen, hey, es funktioniert nicht, dann gehen wir auf, sondern hey, nein, bleib dran, es ist etwas Gutes, mach weiter. Ganz Mann, ganz Frau. Im Hause Kaimi wie anderswo. Definitionssache. Er ist kein Macho, was immer Macho heisst oder was man immer mit dem unter versteht. Er macht alles, was ich auch mache hier daheim. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und das ist. Ja, Männlichkeit. Das ist für mich Männlichkeit die gleiche Ebene, wie ich habe. Ja. Was gefällt Ihnen an der Weiblichkeit einer Frau? Ja, sie ist einfach schon mal von der Erscheinung, von der Aura, vom Charisma, ist sie, entspricht sie einer Weiblichkeit, die mich auch abholen tut. Sie muss mich nicht zwingen, hier eine Weiblichkeit zu entdecken, sondern es flusht eigentlich sehr mit dieser Portion Selbstbestimmung in dieser Weiblichkeit, die ich finde, die mir als Mann auch gut tut, manchmal auch fordert, relativ selten überfordert. Und das macht eigentlich Spass. Suchen Sie mal den Punkt, der zwischen dem Skrotum, zu Deutsch der Hodensack, und der analen Öffnung ist. Sollte viel auffindbar sein. Und mit gewissem Nachdruck auf diesen Punkt drücken, eine Minute lang. Und zum Schluss noch ein ganz eindeutiger Zugang zum Thema «Ganz Mann sein». Dürfen die Hose nicht zumachen. Wenn jetzt schon eine Erektion gehabt, dürfen wir Kaffee trinken, müsste ich weiteren Übungen nicht machen. Machen wir zum Schluss, das ist die Position des Löwen. Also wir schnaufen ein, ich mache es einmal vor. Jetzt hätte ich gerne 18 wirklich Löwen. Und.